In der letzten Folge. So geht es weiter. Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge Resident Evil in der Magen-Darm-Edition. Verdammt nochmal. Wir werden schon ein Klo finden, wir werden schon ein Klo finden. So, bevor wir jetzt hier weitermachen, seht ihr schon, dass ich mich ein bisschen vorbereitet habe. Ich habe das hier abgelegt, habe mir das hier mitgenommen und werde das jetzt hier einsetzen. Nein, muss ich näher ran. Warte mal. So, das fügen wir jetzt hier ein. In der letzten Folge habe ich ja gegen diesen Tausendfüßler gekämpft und einige haben geschrieben, hey, du könntest doch vielleicht den Käfig irgendwie abschießen oder irgendwie da auf ihn fallen lassen. Und das war eine sehr gute Idee. Das Problem ist nur, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich habe mal bei einem Speedrunner reingeguckt und der Speedrunner hat es nicht getan. Der hat ihn einfach mit dem Raketenwerfer abgeschossen. Es kann auch sein, dass es ein schlechter Speedrunner war, den ich da gefunden habe. Aber auf jeden Fall hat er es nicht getan. So, was ist jetzt passiert? Ist irgendetwas offen? Warte mal. Roger. Nein, nein. Roger. I go alone, hast du gehört? So, warte mal. Ich würde gerne die Karte öffnen. Genau, die Karte. Wo waren hier verschlossene Türen? Da ist sie. Da liegen Sachen rum, genau. Verschlossene Tür. Da unten war die Uhrtür. Da sind verschlossene Türen, wenn ich da jetzt reingehe. Ne, da oben, da war der Krähenraum. Die Tür da hinten. Da war ich aber anscheinend schon. Also ihr seht jetzt, ich kann mit dem Mauszeiger. Da, diese Tür. Was ist mit der hier? Aber da war ich anscheinend schon, weil, ach nee, war ich gar nicht. Ja, aber ich war hier. Weil die Türen sind, nee, da war ich noch nicht, weil es nicht grün ist. Ah, jetzt verstehe ich's, alles klar. Okay, diese Tür können wir checken und diese da. Und diese da. Ich muss auf jeden Fall durch diese Tür. Alles klar. Gut. Es gibt auf jeden Fall viele verschiedene verschlossene Türen. Ich kann mich jetzt auch leider an keine Feuertür erinnern, weil der Schlüssel ja so ein Feuersymbol hat. Aber welche Tür jetzt genau gemeint ist? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wieso lädt das so lange? Die FPS gehen runter auf 4. Okay. Junge, nicht, dass da irgendwie jetzt was geladen wurde. Hör bloß auf, Mann. Ach, guck mal, diese Tür war sogar da verschlossen. Alles klar, dann gehe ich jetzt durch diese Tür hier. Hey, was soll das? Ich habe voll die FPS-Drops. Gehört das zu dem Horror? Ich weiß nicht, Mann. Das macht mir Angst. Hey. Beweg dich. Danke. Was soll denn der Mist? Ah, genau. Nein! Okay, genau, hier waren wir noch nicht, ne? Da! Verschlossen! In die Tür ist ein Feuermotiv eingraviert. Ich hab den Schlüssel nicht mitgenommen. Ist er tot? Der ist tot. Verdammt nochmal, dieses nervige Ding. Okay, dann wechsle ich ganz kurz. Genau, dann wechsle ich einmal kurz zu Rebecca. Ich bin so ein Idiot. Und dieses blöde, ja, hier, der dies und das, das bringt mich voll durcheinander. Okay, dubidubidubidubidu. Diese FPS-Drops, die machen mir Angst. Ja, aber hey, soll ich den Raketenwerfer mitnehmen? Hat sie überhaupt Platz? Der Raketenwerfer braucht 2 Stück, ja? Rüst erstmal das hier aus, dann bist du erstmal safe, da kannst du dich verteidigen. Das ist schon mal eine nette Sache. So, da wären wir. Ja, ich weiß. Guck mir nicht so an, Billy. Ich bin ein Idiot. Aha! Benutzt. Sie haben den Anlagenschlüssel verwendet. So, Billy. Jetzt bist du dran. Ich verwechsel immer den Knopf. Okay, Billy. Du hast die Knarren, du hast die Waffen, dann schau mal nach, was da so abgeht. Wir müssen auch unbedingt noch dort nachschauen, wo diese Viecher das allererste Mal aufgetaucht sind, mit dem Fahrstuhl da. Okay, es sieht nicht so aus, als wäre hier was Böses unterwegs. Aha! Man kann hochklettern. Okay. Die Bilder sehen auch so aus, als würde man die benutzen können. Dieses Foto zeigt einen ältlichen, in seiner Arbeit vertieften Gelehrten. Okay. Dieses Foto zeigt den Bau einer Brücke. Interessant, mein Lieber. Ein Foto von einem Rohbau. Aha. Auf dem Foto sieht man ein kuppelförmiges Dach. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bilder wirklich was zu erzählen haben. Kann ich das schieben?
Ja, man kann es schieben, okay. Okay, da ist Schrotflintenmunition, perfekt. Ja, nimm das mit. Und da sind wieder... Ah, da ist wieder ein Fenster. Nicht, dass da diese Mistviecher auftauchen, die blöden Krähen. Tagebuch des Vizeleiters. 2. September. Wie üblich völlig unfähige Auszubildende. Wo findet diese Zentrale bloß diese Idioten? Allerdings sind diesmal 2 gute dabei. Ich kann also nicht klagen. William und Albert. Aus denen könnte was werden. 25. September. Will, der Denker. Al, der Praktiker. Völlige Gegensätze. Und jeder versucht zu beweisen, dass er besser ist als der andere. Beide scheinen rücksichtslos und grausam zu sein. 7. Oktober. Heute rief mich unerwartet der Leiter an. Er will, dass ich die Rivalität zwischen den beiden fördere. Seit dem Bau dieser Ausbildungsstätte hatte Leiter Markus bislang nur Interesse an seiner Forschung. Aber was soll's, Befehl ist Befehl. Ich werde für böses Blut zwischen den beiden sorgen. Warte mal, heißt nicht Albert Wesker heißt er doch, oder? Ich musste kurz nachdenken. Ich habe so lange kein Resident Evil mehr gespielt. Albert Wesker, ne? Umlegen? Ja. Ah, das Spiel lädt jetzt und ah, Licht an. Okay. Und jetzt? Ah, da oben leuchtet was. Ich hab's gesehen. So, dann pass mal auf. Oh, da liegt noch mehr Munition, sehe ich gerade, neben dem Rechner. Das schnappe ich mir auch gleich. So. Sehr gut. Ich glaube, man könnte... Wobei, ich überlege gerade, kann man das... Wenn ich das jetzt so mache, komme ich da wieder... Ja klar, ich kann ja rüberklettern. Klar, 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 klar. Passt ja alles. Kommst du hier runter? Sehr gut. Man kann es auch in diese Richtung schieben. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich frage mich gerade, was kann sich dort da oben befinden? Okay. Pistolenmunition. Und was habe ich jetzt eigentlich mit dieser Waage da freigeschaltet? Irgendwie habe ich das jetzt komplett vergessen. Was habe ich denn jetzt mit der Waage getan? Bitte sag mir, dass das reicht von der Entfernung her. Hier scheint etwas zu sein. Was denn? Eisennadel? Warte mal, ich glaube, ich weiß, wozu das ist. Oh, ich liebe diese Rätseleien in Resident Evil. Ich glaube, ich weiß sogar, wofür das gut ist. Und zwar sieht das aus wie ein Uhrzeiger. Ja. Den könnten wir jetzt da bei der Tür vielleicht einsetzen und dann wieder ein Rätsel lösen und reingehen. Ja. Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht besucht von... Come on. Roger. Von diesem Mistvieh. Ich habe echt Panik vor diesen... Von diesem Markus ist das, oder? Was dieser Opernsänger da erschaffen hat. Okay. Und dieses hier müssen wir auch noch irgendwie lösen, dieses Rätsel. Aber wir haben keine Diskette. Vielleicht ist ja hinter der Tür mit der Uhr ein Projektor, den wir benutzen können. Mhm. Den Raketenwerfer lassen liegen. Was hat das jetzt? Die Waage hat nichts gebracht. Vielleicht muss ich die mal austauschen, ne? Vielleicht den Bösen auf die linke Seite und den Guten auf die rechte oder so. Kann ich nicht verwenden? Wartet mal. Die Tür ist verschlossen, aber es ist nirgends ein Schlüsselloch zu sehen. Oben ist das Bild einer Uhr eingraviert. Ach, verdammte Axt. Ist das vielleicht eine Art Dekoration? Im Sockel ist eine Öffnung. Das ist ein Uhrzeiger. Das ist ein Uhrzeiger, hundertprozentig. Das ist ein Uhrzeiger. Aber ich kann ihn nicht hier verwenden. Wo gab es noch eine Uhr? Wo gab es noch eine Uhr? Fällt mir gerade nicht ein. Vielleicht hier unten irgendwo. Verdammt nochmal. Rebecca, hast du eine Idee? Okay, pass auf. Ich habe jetzt mal mit Rebecca ein bisschen ausgetauscht. Ich habe jetzt 15 Kugeln in dieser Pistole drin, 7 in der Schrotflinte und ich habe jetzt den Schlüssel mitgenommen, weil anscheinend ist er immer noch aktiv. Also, sonst werden Sachen ja immer weggeworfen. Und dann habe ich mir noch den Zeiger mitgenommen und jetzt lasse ich Rebecca erstmal hier. Let's split up. Okay. Let's split up. Und ich gehe jetzt mal zurück zu... dem Dachgeschoss. Und werde mal schauen, ob sich... Ja, ob ich... Vielleicht da irgendwie den Schlüssel oder den Mauszeiger einsetzen kann. Denn ich würde sagen, so eine Uhr oder so ist irgendwie auf dem Dachgeschoss. Sagt mir jetzt mein Gefühl irgendwie. Vielleicht ist es auch ein richtig blödes Gefühl. Na, schauen wir mal, was?
Dieser Kerker ist übrigens auch gemeint, ne? Dieser Kerker hier ist gemeint. Es wird auf jeden Fall nahe kommen, dass man den irgendwie fallen lassen könnte, aber ich hab's nicht gesehen. Wenn man es kann, schreibt es ruhig und dann weiß ich Bescheid und dann vielleicht spiele ich es nochmal. Und dann haben wir vielleicht mehr Munition und mehr Leben, weißt du? Okay, und jetzt geht's los. Hier war's doch, oder? Nein, hier sind Krähen. Okay, die Krähen, die werde ich jetzt in Ruhe lassen. Nein, 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 nein. So, hier waren jetzt diese blöden Insekten. Ich hoffe, die halten nicht so viel aus, Mann. Letztens haben die auch verdammt viele Raketenwerfer-Schüsse ausgehalten. Vielleicht habe ich auch daneben geschossen. Da sind die. Please don't die. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Nur so eine Idee. Lad nach, Mann. Ist er tot? Habe ich ihn gewonnen? Nein! Scheiße! Nicht! Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Wie viel Schuss noch? 7 Schuss. Immer noch Warnung. Alles noch im orangen Bereich. Das wundert mich gerade. Ich dachte, wir sind jetzt am Arsch. Hier. Da! Eine massive Uhr. Der Minutenzeiger scheint zu fehlen. Klar. Oh, mein Gott. Ich liebe mein Gefühl. Okay. Und jetzt? Eine massive Uhr. Ich weiß was. Wir haben doch diesen Zettel gefunden, wo 0815 drin steht. Oder? Oder habe ich das rausgeschnitten? Nein, wir haben ihn gefunden. In der letzten Folge, glaube ich. Oder vorletzten. Irgendwo haben wir ihn gefunden. Der war in diesem Raum mit diesen Krähen. Da stand auch 0815. Das Meeting beginnt um 0815. Zeiger bewegen? Ja. Ja, 8 Minuten Zeiger. Der muss jetzt auf die 15. Auf die 3. Nach rechts bewegen. Ja, weiter. Um 8.15 Uhr. Den Stundenzeiger jetzt auf die 8. Das ist die 11. Das ist die 10. Das ist die 9. Und 8, das muss richtig sein. Oh nein, das ist doch die Tür bei diesem, wo das Klo war. Stimmt, da war ja das Klo. Stimmt ja. Wo dieser Typ auch auftauchte. Oh, die ist auch offen. Oh. Ich könnte jetzt zu Rebecca switchen und mal nachschauen. Aber erstmal gucken wir mal hier so ein bisschen rum. Ach, da geht's gar nicht weiter. Heilige Scheiße. Zum Glück hältst du so viel aus, Mann. Zum Glück hältst du so viel aus. Gut. Ich könnte jetzt rüber switchen. Genau, wir switchen mal rüber und, kann ich speichern, auch wenn der nicht in der Nähe ist? Ich hab das Gefühl, da ist eine Schreibmaschine. Daten aufzeichnen? Ja. Sehr gut, stimmt, kann ich ja. Okay, ich habe nur noch ein Farbband gleich, ne? Ich weiß nicht, was ich überschreiben soll. Ich mache noch einen 5. Speicherstand. Das ist so blöd. Okay, ich will jetzt wissen, was hinter dieser Tür da oben ist. Das scheint ein kleiner Raum zu sein, wie man auf der Karte gesehen hat. Ja. Halle. Sehr gut. Es scheint ein kleiner Raum zu sein. Wie viele Kugeln hast du? 9 Schuss. Ach nee, hier, guck mal. Sehr gut, wir sind ready. Ich könnte... Wow, leckt es. Was ist denn jetzt los? Oh Mann, tut mir sehr leid für diese Lags. Wahrscheinlich hat sich irgendwas im Hintergrund wieder geöffnet oder gemeldet, Mann. Ein Antivirenprogramm, würde ich mal schätzen, was? Die sind ja bekannt dafür, für ihre Gags. So, ui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 
Oh, Rebecca, du bist tot! Oh, Rebecca! Oh, Rebecca! Nimm das mit! Mikrofon für den B, ja, nimm mit! Kann ich hier durch? Da ist Munition. Aber ich habe, glaube ich, keinen Platz mehr, oder? Doch, habe ich. Gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße, diese Marsch. Okay, wir haben einen Mikrofilm gefunden. Und ein Gedicht. Und Rebecca ist fast tot. Scheiße. Das heißt, ich muss jetzt zurück zu Rebecca mit ihm und mir den Mikrofilm holen und die Munition vielleicht und dann gehe ich mal die andere Tür untersuchen, die sich geöffnet hat. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von den Krähen getötet, das wäre peinlich. Okay. Ich glaube sogar, dass sich die Tür da unten geöffnet hat, hier rausführt, ne? Kann das sein? Das würde, glaube ich, sogar passend. Vielleicht auch nicht. Ach, ich bin kein Architekt. So. Ich habe große Angst vor diesem Raum, auch wenn wir den eigentlich schon hinter uns haben. Mehr oder weniger. Komm runter. Gut, und diese Waage hat immer noch nichts zu tun. Ich glaube einfach, dass das Böse vielleicht schwerer ist, wegen dem Flügel. Da fehlt halt noch der Kopf oder sowas, den ich drauflegen kann. Wetten? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich es falsch gemacht. Naja. Schauen wir uns mal die Tür an. Okay, Rebecca, wo bist du? Wo bin ich stehen geblieben? Bist du hier unten? Rebecca? Ach, du bist da oben. Okay. Dann gib mal ganz kurz die Munition und dann schaue ich mal. Dann schaue ich mal nach. Ich versuche aber nicht zu kämpfen, weil der Typ hält zu viel aus. Genau. Austauschen. Ja, gib ihm 4 Schuss. Und gib ihm das hier. Wobei, jetzt wo ich das so sehe, ne? Wir tauschen das aus. Wir tauschen das aus. Ich habe keinen Platz. Wir bleiben bei der Schrotflinte. Und dafür nehme ich die beiden Mikrofilme mit. Habe ich die Schlüssel auch dabei? Warte mal, hat er die Schlüssel dabei? Ja, der hat den Schlüssel dabei. Gut. Kritisch, ey. Mann, das gibt's doch nicht. Dieser blöde Tausendfüßler hat mich zerstört. Ich bin empört. Okay, ich höre nichts. Okay, der ist anscheinend nicht da. Der taucht bestimmt einfach random irgendwo auf, ne? Kann er auch in der Eingangshalle auftauchen? Ich hoffe nicht. Ich meine, das ist der sichere Spot. Hier, da passen tatsächlich die Mikrofilme rein. Oh Mann. Deswegen brauche ich hier mal ein bisschen Freiraum. Ich hoffe, ihr versteht das. Okay. Das war's. Ein bisschen Munition. Nehme ich mir gleich mit. Gut, und dann lass uns mal den Mikrofilm einsetzen. Ich würde sagen, erstmal. Einlegen. B. Über dem Bild der Sitze steht etwas. Ja, mitnehmen. Jetzt haben wir die Diskette. Ja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9 und dann A, B, C, D, E, F. Mikrofonbild. Das Bild entsteht durch Aufeinanderlegen von Mikrofonfilm A und B. Nummern sind auf der Sitze des Konferenzraumes zu sehen. Okay. Okay. Ja, nimm die Munition mit. Okay, das heißt also, wir könnten jetzt diese Diskette einlegen und dann das nächste Rätsel lösen. Ich liebe Rätsel. Macht mehr Spaß, als zu verzweifeln an Bossgegnern. Ich hoffe, der Typ taucht jetzt nicht auf, weil ich da dran vorbeigehen muss. Nein, er ist da. Er ist da, er ist da, er ist da. Er taucht immer hier auf, ne? Scheiße, und jetzt bin ich hier drin. Oh, Mist. Oh, Kackwurst. Aber hier ist Heilung, oder? Die ich nicht mitgenommen habe.
Mist. Was, wenn ich jetzt hier rausgehe? Ist der immer noch da? Kann ich ihn an ihm vorbeirennen, ganz schnell? Ich hoffe es doch. Ich möchte nicht bekämpfen. Das ist Munitionverschwendung. Tja! Gut, er taucht also hier immer auf, wenn man zurückgeht. So ein Sackgesicht. So ein Sackgesicht, okay. Rebecca, ich bin gleich da. Aber vielleicht brauche ich deine Hilfe. Komm mal mit. Okay. Vielleicht brauche ich deine Hilfe. Komm mit. So. Raketenwerfer lassen wir mal liegen. Vielleicht kann man mit dem Raketenwerfer ihn so ein bisschen dezimieren. So ein Drecksack. Ich lasse ihn einfach mal im Leben. Solange man an ihm vorbeirennen kann, ist doch alles super, oder? Ist doch alles super. So, dann setze ich hier erstmal die Diskette ein. Yep. No Loading, Systembit gelesen, Zugriff abgeschlossen. Freigabesystem aktiviert. Geben Sie den Passcode ein. Passcode 0A. Ja, doch, ich weiß aber was. 0A. Das fängt hier bei 0 an, hier oben links. 0. Und A, wo ist jetzt A? 0, 1. Ach so, okay, guck mal, man muss hier so stehen bleiben, okay. Hier switche ich jetzt mal ganz kurz. Zack. I'll go check over there. Gut. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A muss dann. Wow, jetzt bin ich durcheinander. Junge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, warte mal. Die 0, warte mal, wo. Ein Moment bitte, ein Moment. Ich war mir so sicher und jetzt. Wo? Ach so, Akte 2. Ach, ich kann da hin switchen. Okay. Mikrofilmbild. Ja, da. Ja, doch, 0 war richtig. 0 war richtig. Und A, das da. Okay. Ja. Hab alles im Griff. Das hier. Das hier ist A. Sehr gut, dann drücke ich das jetzt. Und switche und drücke den auch. Okay. Ich dachte, vielleicht hatte ich zuerst 0 und dann A. Ah, guck mal! Ja, die eine Tür war. Oh, 3 Stück. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die waren. Scheiße, okay, Rebecca, danke schön für deine Hilfe. Roger. Let's regroup. Gibt es hier ein Farbband, damit ich speichern kann? Weil wir haben ja doch schon so ein bisschen was erlebt, würde ich sagen. Da ist ein Farbband. Nice. Okay, Leute. Ja, mitnehmen und verwenden. Wir sind zwar voll im Arsch, aber wir haben ordentlich was geschafft, würde ich sagen. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, was hinter diesen Türen da verbirgt. Was sich da verbirgt. Hinter diesen Rittertüren. Ich hoffe, kein Boss. Mehr Rätseleien. Das macht Spaß. Tschüss.